eine sehr schöne Location hier, sehr einladend und mit diesem Holz, mit den Paletten in der Runde. Das hat so was Gemütliches, so lädt einen zum Niederlassen. Also es erinnert ein bisschen an so ein Theater, Amphitheater. Toll, da habe ich meinen Mann abgesetzt. Mit Blick auf Zanten, wo wir herkommen. Was könnte das denn mit dem Bistum Münster zu tun haben? Oh Gott. Ich vermute mal, dass es eine Anspielung auf Xanten ist. Klar, das sind die verschiedenen Gebiete hier in Münster, ne? Oldenburger Land, also die einzelnen Regionen, die zum Bistum Münster gehören. Ja, das ist diesen Kugeln, Kunstkugeln am Aasee nachempfunden. Ich glaube, das soll eine Burg sein. Und wenn ich dir jetzt sage, dass das ein Bauernhaus sein soll, erkennst du das dann? Ja. Also wenn man es weiß, macht es natürlich Sinn. Man kann immer noch was dazulernen, ne? So, ja. Also das ist einprägsam, es ist informativ und man bekommt halt wirklich einen Eindruck, was das ganze Bistum umfasst. Was ja interessant ist, ist, im Bistum Münster ist ja flächenmäßig sehr weit ausgedehnt und was für Mentalitäten da zusammenkommt in einem Bistum. Und ich glaube, dass das sehr schwierig ist, das zusammenzukriegen, ne? Also kirchlich gesehen. Häuschen wird dann gemacht und heute Abend um 8 Uhr fahren wir wieder mit dem Bus nach Hause.